Richtig, genau. Ja, eigentlich aus Platin und Diamantblöcken. Ja, genau. Aus Minylium, alles schön in schönen lila tauchen. Oh, schön sieht das hier aus. Oh, ich hab getroffen. Das wäre Digimon-Zeit. Das ist Digimon-Zeit. Digimon. Oder hängt an der PS4. Wow. Gesagt. Fauler Hund, ne? Fauler Ja, ich Hund, sag dir ey. das, ich sag dir das. Alter, der ist Mod, der muss hier mit anwesend sein. Ganzen Tag Fußballmanager zocken und dann Ja, Konsole ne? hängen. Ja, ne? Das ist ein Leben. Ah, so einen hier möchte ich auch mal haben. Dann noch den ganzen Tag schlecht gelaunt sein. Was? Chris, das Problem haben wir auch. Das liegt an der Grafikkarte, am Grafikkartentreiber-Update. Da musst du dir einen Hotfix ziehen für. Haben Olli und ich heute auch gehabt. Ich nicht. Da hängen wir auch, ich glaube, wie lange hängen wir da, Olli? 1, 2 Stunden hängen wir da auch dran, bis wir das rausgefunden hatten, ne? Oh, so anderthalb. Also, da hängen wir auch eine ganze Weile, bis wir das dann herausgefunden haben, dass es an der Grafikkarte liegt, an dem Treiber. Ja, also für alle, die es wissen, Minecraft hat seit dem letzten Update ein Grafikkartentreiber-Update-Problem. Ich weiß nicht, ob das dann an der Grafik, an die Treiber von der Grafikkarte liegt oder an Minecraft direkt an Java. Aber das liegt auf jeden Fall an einem Grafikkartentreiber, wenn ihr den aktualisiert habt in den letzten Tagen. Wo sind die Betten jetzt? Ja, Darf dann ich, musst du komm dich ich hier abholen? rein. Ich habe Angst. Wo bist du denn? Hier sind Hyänen und Vögel und komische Viecher. Vögel tun dir doch nichts. Die Sträuße? Die sind aggro. Kreuze? Ich war doch gerade auch bei einem Strauß. Da war überhaupt nicht aggro. Ja, da Olli ist wahrscheinlich hingegangen und hat am Schwanz gefummelt. Also, um Federn zu kriegen. Ja. Muss ich gleich nochmal neue Betten bauen, 2 Stück. Dann reißt sie gleich ab. Bau neue Betten. Mai Holz. The middle of the street. Mai Holz. Oder willst du erstmal hier die Ecke bauen? Wenn du die Ecke hier baust, dann kann ich dich dann gleich da drauf, die von die Betten da gleich setzen. Ja, ich baue erstmal die. Hui. Das sind aber auch Foundations, ey. Ich sag dir das. Arg nochmal eine Scheibe abschneiden hier. Auf jeden Fall. Also man müsste aber die Höhe verstellen können manuell, das wäre noch ein Ticken besser. Ja, so eine Höhe verstellen lässt das ja aber bei so einigen Early Access Spielen ganz cool, wenn man das Ja. machen könnte. Ja, dann, wenn man das Gras Ja? dann halt nicht sieht, dann könnte man halt Bei den höher schieben. Foundations kannst du mit Shift und Maus halt die Höhe verstellen. Echt, geht das? Echt? Bei Aber denen gut, hier dass ihr so auch? viele Videos geguckt habt. Wovon? Wow, das hast du jetzt erst, Olli? Warum hast du Hier das ist hier doch. schon? Ihr habt doch gesagt, ihr habt Videos geguckt. Na, ich habe kein Nein, Chrome-Video geguckt. habe ich nicht. Wer sagt denn sowas? Wenn das geht, dann Wow, reiße ich die alle echt, wieder ab. Jungs. Oh, wenn das, ja, wenn das geht, dann reißt, ja, wow. Aber Ei, meine Profis, Alter. dann musst du die untere Reihe auch wieder abreißen, André. Ja. Erstmal einbauen, eine neue Foundation, damit ich weiß, ob das funktioniert. Ich Würde habe ich jetzt machen. kein Material mehr. Java-Plattform SE Binary funktioniert nicht mehr. Also bei uns war dann noch die Meldung, dass Und was war bei das? uns war das Chicken Core. Chicken Core, genau. So Chicken Core war das.
Was nachher nicht funktioniert. Hast du gesagt, Olli mit Shift? Nee, geht nicht. Shift, Mausrad. Shift und Mausrad. Ah, muss man mal dann ganz neu setzen. Sag nicht, das geht nicht, weil bei mir ging's. Ja, das geht. Ja, okay, alle wieder abreißen. Okay. Also jetzt, weißt du? Indem wir hier 2000 Stein verballert haben. Kein Golem-Video geguckt. Wow. Ich auch nicht. Warum auch? Dann spoilere ich mir mehr. Also kann ich mir ja gleich selber alles an. Wollen wir nur ein Video gucken? Dann probier das vielleicht auch nochmal mit dem Grafiktreiber. Vielleicht ist es ja doch das. Wie gesagt, Olli und ich hätten auch nicht dran gedacht, dass es am Treiber liegen würde. Nee, das war unsere letzte Vermutung eigentlich. Richtig. Wo habe ich jetzt hier. Boah, Alter, überall Barbaren hier. Wo seid ihr hingezogen? Wir sind doch keine Barbaren. Ihr seid umzingelt. Ach. Das stimmt, aber die bewegen sich ja nicht, von da ist das nicht so schlimm. Wollte ich gerade sagen. So, da ich es jetzt fast geschafft habe, ich bin vielleicht 300 Meter von euch weg, baue ich mir erstmal ein Bett. Bist du unten am Fluss fängst du gegangen, oder? Nein, quer durch. Wow. Da habe ich okay. Irgendwo mal da unten auf dem Weg irgendwo mal zwei neue Betten, damit ich hier Platz habe. Okay. Hier. Mal eins. Macht da eben Spawn so. Den Platz. Okay. Nicht mehr so viel Gras raus. Ein bisschen wird bestimmt immer noch rausgucken, weil das ist ziemlich hohes Gras. Mal sehen, ne? Oh, hier kann ich schon mal neu setzen. Ja, das kannst du machen. Jetzt hat sie mir hier schon eine Stunde gebaut haben, ne? Und uns darüber beschwert haben, dass das Gras noch rausguckt, ne? Macht nix. Und hier auch um zu lernen. Was drüber gefahren? Ich sag, da bin ich gar nicht drüber gefallen, über das Gras. Wow. Wo muss ich ja nochmal neue Dinger bauen, hier ein neues Lagerfeuer bauen. Mal. Hey, warum nicht? Wir haben ja Zeit. Dann bauen wir einfach alles nochmal neu. Richtig. Wenn nicht eilig. Nein. Ich brauche ja noch 2 Stunden. Die Alter, wie die Steine da durchgehen. Ach, das siehst du noch? Da bist du da. Guck mal über den Fluss rüber zur anderen Seite. So nackter Mongo. Das kann nur der Olli sein. Ich bin aber gar nicht nackt. Oh. Warst das auch nicht du, Lena? Nee. Hey. Also ich brauche jetzt erstmal jede Menge Zwirn. Neue Kisten bauen. Ich muss ja erst neue Kisten bauen. Ja, kann ich ja gleich nochmal fertig machen.
Mensch, Olli! Erstmal gucken, was ihr das seid und nicht irgendwelche Honks. Mensch, Olli, alte Kanüle! Obwohl, da war kein Unterschied. Weißt du, was mir gerade auffällt, André? André hat auch die Olli hat auch die größte Einstellung genommen, ne? Obenrum. Nein. Ja, natürlich. Nein. Das Olli geht noch größer. Olli hat voll aufgedreht. Traumfrau von Olli, weißt du? Oh, weißt du, Olli, mach mal. Ne, duck dich mal. Die trägt doch Schlipper. Kissen sind voll, Olli, da brauchst du nichts rein tun. Ich schub's das schon so hin, dass es passt. Kissen kommen nachher sowieso weg, da brauchst du nicht mehr so viel rein tun. Olli, duck dich mal. Hauptsache, mal, ich bin den Scheiß. Nimm mal die Sachen aus der Hand und duck dich mal. Nein. Du willst nur sehen, dass die Titten wackeln. Kleiner Perverser. Das hast du jetzt gesagt. Boah, Alter, das ist finster. Ja, warte, ich komme, ich leuchte dir. Ja, selber leuchten. So. Aber ich brauche jetzt Zwirn und Holz. Haben wir da noch Zwirn und Holz drin? Ja, Zwirn ist, bin ich gerade am machen. Hier, ja. In der Kiste, wo ich reingucke, ist Zwirn in der Mitte. Ja, ganz rechts habe ich auch reingetan, André. Zwirn hast du genug. Nur Holz, glaube ich. Das ist in der rechten Kiste. Kann ich nicht reingucken. Ja, weiß ich, das ist Oliver. Doch, jetzt schon. Wie viele Kisten sind das hier? Drei neue? Reicht auch genau für drei Kisten. War noch doof, aber erstmal müssen die wieder dahin. Hauptsache, wir haben da was zum Lagern. Ja, wo sind jetzt die ganzen Kisten? Ich sollte doch drei Stück bauen. Wo sind die hin? Das kann sein, dass es doch nur für eine gereicht hat. Nee, das waren ja über 40 Zwirn. Die sind jetzt alle weg. Hat auch alle verbraucht. Und nur eine Kiste gebaut. Wow. Hier ist noch Zwirn. Oh, ist ja ganz schön dunkel. Oder jetzt lieber einzeln. Oh, ist so ein Vogel. Greift er mich jetzt an? Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Komm her! Ja. Auf die Kisten auch nicht, dass sie kaputt gehen. Und weg ist er. Runtergeglitscht. Kam der da einfach so angeschlichen, guckt mich blöd an und dann. Den hat Olli mitgebracht, ganz definitiv. Das ist Ollis Vogel. Ja, der ist bestimmt die ganze Zeit hinterhergelaufen. Stunden später kam er an. Ja. Ich glaube, hier verfolgt einen alles fast ewig. Ja, dann könnt ihr euch auch was gefasst machen. Dann kommt da noch eine ganze Menge mehr. So, Barbarenhorde mit Trommeln und also. Völkerwanderung. Ja, weil eben auf dem Weg bin ich locker in so ein Dorf reingerannt, wo vier Bogenschützen auf mich angelegt haben. Ich habe bei Bogenschützen hast du Glück. So, jetzt habe ich hier wieder drei neue Kisten. Ich will alles einmal rüberrollen. Welchen? Stations bauen. 20 Stück, das ist gut. Oh, Digimon-Zeit, sag ich doch. Wow. Ach, Streamer, Chris, dann machen David und ich frei. Kannst du deinen Ultramon zeigen, deine beiden? Was? Hat er gecheatet? Nein, er kann es einfach. Seine Aussage war ja, ich hab hier nicht auf David gehört. Ja genau, er hat ja nicht auf David gehört, deswegen hat der Ultramons. Weiß ja bestimmt, weiß Bescheid. Ja, weil er hat ja im Internet geguckt, wie man das am besten macht. Der hat er noch nicht mal selber herausgefunden. Boah, der hat 10.000 Leben. Dein Mega Draymond. Oh Mann. 1300 Stärke und alles. Er muss doch gecheatet haben. Oh. Er hat bestimmt irgendwo Dinger
aktiviert, die man so, wo man direkte Digitationssteine kriegt. Das ist nämlich Krizzard. Ja. Ganz böser Bub ist das. Ist Krizzard. Ist wie John, er hat sich auch, steckt sich auch mal gerne Kugelschreiber. Ja, das ist John. Ist nicht schön, wenn man nach Hause kommt und es wartet jemand auf dich. John hat sich mein Kugelschreiber in den Popo gestellt. Ja, das ist so. John hat immer Bettchen geschlafen. Ich würde mal kurz auftauchen. Ja, das ist Olli. Oh. Zumindest hätten wir das vorher gewusst, wäre das Ding schon für dich. Ja, du hast ein Loch gelassen. Ja, ich habe das vielleicht nicht gesehen. Das ist unser Stein. Ja, das ist unser Plumpsklo. Ja. Plumpsklo. Jetzt Stein. Plumpsklo-Loch. Ja, das. Ja. Auf jeden Fall. Stein, Stein, Stein. Muss ja auch irgendwo reinschiffen. Nein. Wir sind ja schon 10. Ja. Hast du es jetzt erst gemerkt? Ja. Okay. Kann ich ja jetzt Handwerkskunst 2 lernen. Handwerksgeselle. Kann ich noch nicht. Fehlt mir noch Gerber, Schmied und Zimmermann für. Okay, da muss ich also. Die anderen Sachen auch lernen. Ich sage, du musst im Prinzip musst du alle anderen Sachen auch noch Gerber, mehr oder weniger lernen. Schmied bin ich jetzt schon und Zimmermann. Wo ist denn der? Zimmermann. Auch. Runter zum Wasser. Schlauch ist Wasser auch schon trinken. Leer. Ah. Schlauch auffüllen. Schlauch auffüllen. Dann füllen wir den Schlauch. Olli macht das auch gerade ganz geschickt, dass er wieder AFK geht, ne? Ja. Er hat wahrscheinlich die ganze Zeit AFK. Also er hat gar nicht, er ist gar nicht gestorben, hat zu lange. War nur Stau und AFK. An dem Ball gegessen wahrscheinlich. Der Essen gekriegt bestimmt. Olli isst immer den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Natürlich nur Kaffee schlürfen und Kuchen essen. Der Kaffeemaschine läuft ja 24/7. Die geht ja nie aus. Ich glaube, 90% vom Strom, den er verbraucht er für die Kaffeemaschine. Also die Kaffeemaschine noch nicht am Computer angeschlossen. Warum er sich keine Kaffeekanne holt und den Kaffee immer umfüllt? Oder diese Riesenbecher. Die Gruppe von mir auf der Arbeit hatte so einen riesen Thermobecher. Ja. Bibi. Hallo Olli. Bibi. Willst du mal Olli, weil wir Olli zum Geburtstag schenken? Fertig mit Lästern, ja. Nein. Wir haben doch nicht gelästert. Hallo. Wir überlegen, was wir dir zum Geburtstag schenken. Richtig. Und da du gerne Kaffee trinkst, wollten wir dir eine neue Kaffeemaschine mit USB-Anschluss schenken. Wow. Ihr wisst doch gar nicht, wann ich Geburtstag habe. Das sagt mir. Das willst du uns schon mitteilen. Das sagt mir Facebook irgendwann. Das sagt mir Facebook. Ja, aber nicht mehr dieses Jahr. Ich weiß, du hattest dieses Jahr schon. Dann schenk mir das zu Weihnachten. Zum Vatertag. Oh, ja. Vatertag. Oder zum 70. Das kann ja nicht mehr lange sein. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Nee, der ist auch nicht mehr dieses Jahr. Der war auch schon. Der war auch schon. Der war auch schon. André braucht Stein. Geh Stein sammeln. Steine? Okay. Stein, Stein, Stein. Er braucht Stein ganz viel Stein. Und Holz. Vorrangig Stein und Holz. Fasern. Und wenn wir noch mehr Kisten brauchen, brauchen wir mehr Fasern. Also Zwirn. Ja, geht auch. Kann ja auch alles.
Da, ich habe nicht mehr Holz. Ich habe genug Holz. Ah, ich habe kein Holz dabei mehr. Irgendjemand klopft bei mir Steine. Wer ist das? Wer ist das? Olli. Olli mal wieder, ne? Was? Olli. Oh, nee, André. André. Oh. André. Mit seiner He-Man-Frisur. Ah, Alter. Man, Alter. Nichts geht über die He-Man-Gedächtnisfriese. Richtig, richtig, richtig. Jetzt mal nur dieselbe Rüstung finden und eine Katze, auf der man reiten kann. Ja, das wäre jetzt ein Traum, ne? Das wäre dann ein Traum. Ja, Alter, dann wäre Conan auf jeden Fall jeden Cent wert gewesen. Da gibt es bestimmt bald auch eine Mod für. Hilfe! Hilfe! Ich könnte so drauf Alter, wetten. Wieso höre ich von dir Hilfe? Ernsthaft, wir sind hier noch nicht einmal in Gefahr gekommen. Und Olli ist 2 Minuten hier und schreit Hilfe. Na, darf ich am Bett? Der Vogel hat mich angeguckt und gebissen. Mich hat hier noch kein Vogel angegriffen. Mir fiel. Oh, Scheiße, der kommt. Mir fiel denn ein. Ich habe noch gar kein Bett gebaut hier. Wo bist du denn? Wenn du sagst, wo du bist. Wenn ich tot bin, muss jetzt wieder 300 Meter laufen. Oh. Scheiße, Hütte, Hütte, Hütte. Okay, ich sehe den Olli panisch. Oh, Olli rennt weg. Soll ich da hinterherkommen? Wow. Olli bleibt stehen. Olli, bleib doch mal stehen. Die sind doch direkt hinter dir, du Nase. Der beißt mich aber und nicht euch. Und ich bin schon fast hinüber. Es ist noch nie was passiert hier, seitdem wir hier sind. Du musst so dein Schild nehmen und dein Schild hochhalten. Ja, Arschloch, der ist gerade kaputt gegangen. Ja. Du musst so schnell die Taste drücken, auf der das Schild liegt, dann repariert der die automatisch. Richtig. Nein, ich muss hauen. Aber du kannst auch einmal die Taste, keine Ahnung, 3, 4, 5 oder so drücken nebenbei. Nein, ich bin mit sowas überfordert, ich bin alt. Oh, wow. Weißt du, der 70. Geburtstag war doch schon, das war gut. Ja, Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Kommt mir wieder vor. Auch schon alt. Ja, besser ist das. Ja, das ist Olli. Oh Mann! Alter! Nee, was schwuchtelst du hier rum? Ich baue ja gerade Foundations, du Arsch. Hör auf zu wackeln. Mein Name ist Ranjit, was kann ich für Sie tun? Ja. Da. Apple Service, die sind nicht zufrieden mit ihrem Produkt. Es ist uns scheißegal. Wenn sie wollen, können sie ja den Kabelanbieter wechseln. Ja. Wenn sie wollen, können sie ja nach Samsung gehen. Ah, nee, geht nicht, da fliegt ihnen das Handy um die Ohren. Wenn sie wollen, können sie sich auch eine Waschmaschine von Samsung holen. Nein, die fliegt ihnen ja auch um die Ohren. Derselbe Chip drin. Ja, wahrscheinlich. Ja, so ist das. So, was haben wir jetzt hier eigentlich für eine Fläche? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du weißt, 9. wie groß die Dinger sind. Wir brauchen mehr. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Deswegen sage ich ja, so eine 10x10 Fläche.